Wenn man sagt, der ist nicht allein, dann denkt man eigentlich, der ist nicht ganz normal, ja? Aber der hat auch sehr viel Humor. Die Rede ist vom steirischen Kabarettisten Mike Supancic. Und sein neues Programm heißt Ich bin nicht allein und er war es nicht. Wir waren nämlich bei seiner Kabarettpremiere mit dabei. Ich bin nicht allein, wenn ich gegen mich selber Tennis spiel. Und wenn ich mich besieg, mir dazu gratulieren will, dann gehe ich ans Netz, streck mir die Hand hin, doch ich schlag sie aus. Ich reagier entsetzt, lass mich im Regen stehen und geh mit mir zu zweit nach Haus. Er ist der Aberwitzige unter den österreichischen Kabarettisten. Seine Gedankensprünge, sein musikalisches Talent und seine doch sehr imposante Erscheinung sind auch diesmal die Zutaten für sein Kabarett. Ich bin nicht allein, der Name ist Programm. Ein Programm, das übrigens über weite Strecken in einer Anstalt spielt. Ich bin nicht allein. Ich brauche immer ein Forum oder eine Plattform für die ganzen Ideen, die ich habe, um diese unterzubringen. Ne? Und es ist halt relativ schwierig, irgendwas zu finden, wo du sagst, da hat alles Platz. Ne? Und in einem Irrenhaus kann natürlich jemand sein, der glaubt, dass er jemand ist. Er glaubt, er ist Laurel und Hardy. Er glaubt, er ist, weiß ich nicht. Das ist eben das Gute. Anstrengender Tag, was der mit Zug. Oder einer, der glaubt, er ist auf Urlaub in Tirol. Bin in meiner Pension. Ne? Der Wirt, das war ein komischer Typ. Entschuldigung, aber könnten Sie bitte den Riesentannenzapfen? Da vom Tierstock, aber ich komme nicht einmal ins Badezimmer rein. Das ist kein Tannenzapfen, das ist ein Hornischennest. Und der Biberschwanz da über dem Bett, das ist ein vollbeckter Fliegenfänger. Es ist so ein gewisser Schlendrian, der Mike Supancic antreibt. Also es gibt zum Beispiel den Peter Alexander, der macht das ganz geradlinig. Hier ist ein Mensch. Und da gibt es den Frank Zappa, der macht das ganz schleißig. Da kommt auf einmal die Musik, dann kommt einmal das rein, dann gibt es Rock-Elemente, dann gibt es das. Ich finde das Schleißige immer besser, weil beim Schleißigen hat viel mehr Platz, ne? Als bei dem straighten Durchziehen von irgendwas. Ne? Wann der Wirt sich eingefriert und sich stickelweiß serviert, weißt du auch nicht, was draus wird, wenn er es dir nicht deklariert, hast du kapiert. Im China-Restaurant Shanghai sind statt 8 Schätzen nur noch 2. Dafür sind Hund und Katz dabei. Wo bleibt die Gesundheitspolizei? Sehr viel faules Hühnerfleisch, Salmonellen hoch 3. Da sag ich wer. Lebensmittel zum Beispiel, das sag ich wer, das berührt mich schon wieder eher, weil man ja persönlich davon betroffen ist. Also ich habe zum Beispiel mein Sohn, der ist jetzt der Finn, der ist auch 10 Jahre alt. Ich meine, da schaut man dann schon ein bisschen, dass man, wenn man hört, irgendwie, naja, irgendwo wieder liest, dass das irgendwie vielleicht gar nicht so gesund ist, was man da kauft. Oder dass man da ein bisschen aufpasst beim Obst oder lieber ein bisschen mehr Geld ausgibt für Qualitätsfleisch. Sein Publikum jedenfalls weiß, was es an Mike Supancic hat. Die Idee, normale Dinge des Alltags zu verändern und in ein anderes Licht zu stellen. Ich glaube, seine Art, wie er auftritt, einfach der Typ danach, er schaut nicht aus wie ein Kabarettist, in meinen Augen. Also eher wie eine Witzfigur. Er ist originell, er kann gut singen, er kann gut Gitarre spielen und es fällt ihm immer wieder was ein. Ne? Ich glaube, die Kombination aus Musik und Kabarett im Endeffekt, ich glaube, das macht das Ganze speziell aus. Bekannte Melodien mit neuen Texten zu versehen, war auch immer sein Stil. Und dann, ja, ein Mike Supancic, wie man ihn gewohnt ist, in bewährter Güte. Ich bin nicht allein mit seinem neuen Programm, ist Mike Supancic noch bis zur Mitte des nächsten Jahres in ganz Österreich unterwegs.